Heute in diesem Video möchte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr ganz schnell und easy eure Waffentarnungen freischalten könnt. Hierfür braucht ihr aber Zugang zur letzten Mission von Akt 1 mit Dr. Jansen. Dann startet die Exfiltration zu Dr. Jansen. Und es wäre auch gut bei diesem Glitch, falls ihr wollt, damit es noch einfacher ist, den Glitch mit der Affenbombe und dem Geschütz zu machen, weil dieser klappt nämlich auch noch. Und ich würde euch auch empfehlen, nehmt Munitionsmods mit, damit ihr die Geschütze aktivieren könnt. Wenn ihr dann oben bei der letzten Position seid, dann könnt ihr hier diesen Affenglitch machen, so wie ich es tue. Und hier werden jetzt durchgehend Zombies spawnen, Leute. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch das Geschütz hier aktivieren, indem ihr die Platinen einsetzt. Und sobald Dr. Jansen dann auch hier auf dem Helipad ist, werden hier unendlich Zombies spawnen, Leute. Nirgendwo im Spiel habt ihr einen Ort, wo so viele Zombies so schnell spawnen. Bei dem Waffenleveln ist das mittlerweile so nach dem Update, dass ihr bis 750 Zombie-Kills ganz normal Waffen-EP bekommt und danach wird das drastisch gedrosselt, Leute. Aber ihr könnt ja noch easy auf Tarnungen gehen, da ist ja die EP nicht so wichtig. Weil wenn ihr dieses Geschütz rechts nicht aktiviert hättet, dann würden sich halt die Zombies alle bei euren Affen versammeln. Und da könnt ihr dann auch easy die Tarnungen freispielen, Leute. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like und ein kostenloses Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.